Hallo meine Lieben, heute geht es um Seed Saving, Samengewinnung, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie ich es sonst noch nennen soll. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich so vom Acker mir für nächstes Jahr aufbehalten habe. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Und zwar ist das Calendula, Ringelblume, wie auch immer ihr das nennen wollt. Gibt es in verschiedenen Farben. Und ja, wenn die verblühen, sehen die dann so aus. Und da müsst ihr eigentlich nur gucken, welche trocken sind. Und ich zeige euch mal eine ganz tolle. So. Die sieht schon hervorragend aus. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das macht. Ihr nehmt die einfach. Und schon habt ihr die Samen. Natürlich ist es nicht hier alles Samen, sondern nur diese mit den Stechelchen, aber das auszusortieren finde ich ein bisschen mühsam. Ja, ihr habt auf jeden Fall von einer einzigen Blüte gleich ganz viele Samen und ja, so mache ich das mit Calendula. Mit Malven kann man das natürlich auch machen. Die gibt es hier in Pink und in Weiß und wenn die verblühen, sehen die so aus. Ich mache mir das mal ab. Ich brauche jetzt einen Tisch, weil ich muss euch das genauer zeigen. So, hier haben wir unsere Blüte. Ups. Und wenn man das hier so auf den Seiten wegmacht, könnt ihr unten drunter sehen, dass die Samen sind. Ich mache mir die mal einfach in die Hand. Ihr könnt also sehen, in einer einzigen Blüte sind wieder ziemlich viele Samen. Und wenn ihr da ein paar sammelt, habt ihr für nächstes Jahr schon wieder neue. Das gleiche gilt natürlich auch für diese Malven, die ich euch vorhin im letzten Video schon gezeigt habe. Ich drehe sie nur an einem Tag. Wo habe ich das denn vorhin besser gesehen? Und ja, hier unten haben die eben dann auch die vertrockneten Blüten, wo die Samen unten drunter sitzen. Aber die sind schon schön, oder? Mal gucken, vielleicht hole ich mir davon doch noch Samen. Es gibt natürlich auch einige Pflanzen, die erst im zweiten Jahr blühen. Davon könnt ihr dieses Jahr, also wenn ihr sie heute dieses Jahr gesät habt, noch nichts ernten, aber Samen sammeln. Aber ja, man kann es bei vielen tun. So, zur Kapuzinerkresse. Wenn die Samen verblühen, nicht die Samen, die Blüten verblühen, bilden sich solche Knüppelchen. Und das sind die Samen. Ihr müsst einfach warten, bis sie trocken genug sind. Meistens liegen sie dann auch im Boden. Ich hebe mal hier zwei auf. Und die sehen dann so aus. Ja, und ihr habt Kapuzinerkresse-Samen. Die würde ich auf jeden Fall noch trocknen, weil der Boden ist jetzt ziemlich feucht. Und wenn ihr die ein bisschen trocknen lasst, geht ihr auf Nummer sicher. Aber Kapuzinerkresse kann ich hier ohne Ende sammeln. Wie gesagt, ich werde das nicht mehr so viel machen wie letztes Jahr, aber eine große Ausbau. Kommen wir mal zu Cosmea. Zeige ich euch gleich aber noch wunderschöne Exemplare davon. Die hier habe ich euch im letzten Video schon kurz gezeigt. Wie kriegt man da die Samen? Erzähle ich euch. Am besten sind solche Blüten, die wirklich total braun sind. Die nehmen wir uns. Ich versuche es euch zu zeigen. Wenn wir die aufbrechen, habt ihr hier quasi schon die Samen. Ich mache die mir mal so ein bisschen auf die Hand. Und zerkrümel mir die. Ist mit einer Hand natürlich äußerst klug. Und da könnt ihr schon die Samen sehen. Zum Teil sind das natürlich die Hüllen noch. Da seht ihr einen, man könnte das natürlich sortieren, aber ganz ehrlich, dazu bin ich auch zu faul. Die großen Teile habe ich eben rausgetan, die anderen habe ich aufbehalten. Ja, bei Sonnenblumen ist die ganze Sache ja irgendwie sehr einfach, was ihr machen müsst. Ja, die ist noch nicht ganz fertig. Geht zu einer, die noch schon besser ist. Ihr müsst das hier erst wegrubbeln. Kommt dann an den Samen. Ja, Sonnenblumensamen. Kennt ihr alle. Super einfach zu gewinnen. Ja, das sind sie. So, bei Bohnen ganz klar, wie man das macht, kann ich euch aber trotzdem gerne noch mal zeigen.
Die sollten am besten schon richtig braun sein. Die ist eigentlich noch zu frisch, sage ich mal. Ich versuche die jetzt hier aus der Pelle zu pellen. Und da habt ihr die Bohnen drin. Logischerweise. Und die kann man dann einfach trocknen und hat dann wieder Bohnen fürs nächste Jahr. So, das ist der Dill. Und der blüht. Und wenn er vertrocknet, bekommt ihr überall die Samen dran. Könnt ihr die sehen? Die sind jetzt noch nicht trocken genug, weil sonst würden die einfach so abfallen, wenn man so drüber geht. Aber wenn ihr dann noch etwas wartet, habt ihr Dillsamen. Habe ich auch schon welche von anderen Feldern gesammelt. Kurz zu Peperoni. Das ist ja eigentlich super einfach. Das könnt ihr auch mit Sachen machen, die ihr aus dem Supermarkt habt, weil Samen sind manchmal ganz teuer. Und wenn ihr da Bio-Qualität haben wollt, kauft ihr Bio-Gemüse, ansonsten anderes. Ja, man kann einfach hier natürlich die Samen hier einfach rausholen und dann habt ihr die für nächstes Jahr wieder. Das habe ich gemacht von einer hier schon. Ich werde gucken, dass ich die nächste, die rot wird, auch noch nehme. Einfach damit ich eine kleine Sammlung habe. Und ich werde mich jetzt dann mal, nicht demnächst, aber halt vor im Frühling auf die Suche machen nach verschiedenen Bio-Peperonis. Und ich hätte gerne diese, ja, relativ milden mit so ganz leichter Schärfe, diese türkischen. Aber ich weiß nicht, die aus dem türkischen Supermarkt sind wahrscheinlich nicht bio. Aber davon möchte ich gerne Samen haben und werde dann ganz viele nehmen. Das gleiche gilt natürlich auch für die Paprika. Und bei den Tomaten habe ich schon mal gezeigt, wie ich das mache. Und zwar bei meinem Guacamole-Video. Das findet ihr in meiner Playlist unter Kochen und Backen. Und wer da Lust hat, das mal sich anzugucken, kann da mal reingucken. Relativ bis zum Ende scrollen, weil da zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Vielleicht ganz kurz noch, was ich geerntet habe bzw. geschenkt bekommen habe. Zwei schwarze Rettiche und ein Weißkohl. Ja, ich freue mich über den Kohl, weil ich ja selbst keinen habe. Wegen der bescheuerten Kohlhernie. Aber ja, bin gespannt, was ich draus zaubern werde. Ja, und wenn man so über den Acker geht, sieht man hier und da verschiedene Sachen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was das hier für eine Pflanze ist. Aber ihr könnt sehen, dass sie hier auch die ganzen Samen drin hat. Und irgendwo ist eine Biene. Lupinen. Blühen jetzt natürlich doch hier oben. Da sind noch ein paar Blüten dran. Und wenn wir weiter runter gehen, seht ihr hier die vertrockneten Hülsen. Und da machen wir doch eine davon mal auf. Sieht aus wie so kleine Erbsen, ne? Und da haben wir sie alle. So, ich bin jetzt außerhalb vom Feld, weil ich euch hier noch die schönen Kosmier zeigen wollte. Wir haben hier natürlich auch Kornblumen. Finde ich persönlich jetzt nicht so schön, weil die so stängelig sind. Aber wir haben hier eben blaue. Pinke und weiße. Und hier könnt ihr schon ganz gut sehen, die haben, wenn die verblühen, hier oben so einen Bommel. Den machen wir uns einfach mal auf. Und hier haben wir dann die Samen. Das finde ich sieht auch ganz lustig aus. Weiß ich jetzt gerade nicht genau, was es ist. Aber da könnt ihr auch oben die Samen dran sehen. Und hier nochmal die Lupine in größer. Finde ich eigentlich super schön. Davon will ich auch unbedingt noch Samen haben. Es gibt aber im Moment hier keine mit getrockneten Samenkapseln. Aber schön. So, ich weiß leider jetzt auch gerade nicht, wie diese Blumen heißen. Aber auch da haben wir zum Beispiel Samen. Ich mache mir jetzt einfach mal hier so eine getrocknete weg. Mach die auf und guck mir das an. Wow. Und ich nehme an, dass die mit dem hellen Köpfchen, das hier, dass
dass die Samen sind. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber würde Sinn machen. Boah, da ist eine Hummel. So, und jetzt zu diesen wunderschönen Cosmea. Guckt mal, wie wunderschön die sind. Ein Traum, oder? Die dunklen sind dann hell innen. Und ja, da habe ich einige gestern schon gesammelt. Hier ist sie wieder eine, die fast vertrocknet ist. Man kann die natürlich auch daheim einfach weiter trocknen, aber ich lasse die jetzt einfach mal noch ein bisschen hier. Ich zeige euch nochmal die normalen. Warte, erst nochmal die, weil die so schön sind. Also davon möchte ich auf jeden Fall einige haben nächstes Jahr. Und da vorne haben wir die normalen. Die einfarbigen. Die natürlich auch super schön sind, aber ich finde die anderen einfach interessanter. Jo. Hier um mich rum ist auch schon alles platt gemacht. Ja, hier habt ihr noch mal ein bisschen Cosmea mehr. Guck mal, hier ist noch eine Malve. Wenn alles so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe, bin ich nächstes Jahr nicht am Zaun, sondern eins weiter. Zusammen mit einer Freundin. Und dann kann ich eventuell auch ein paar Sachen am Zaun mal machen. Wir werden mal gucken. Geht es erstmal wieder hier rein. Hier gibt es rote Sonnenblumen. Auch tolle Kerne. Ich finde es einfach toll, wie viele Sachen man von seinem eigenen Feld für das nächste Jahr wieder sammeln kann. Und ja, mir macht das auch Spaß. Wie gesagt, Erbsen werde ich noch ein paar sammeln und für Paprika, von Paprika die Samen. Ja. Ich glaube, von Kürbissen und Zucchini ist das relativ logisch. Ihr holt euch einfach die Kerne daraus, wenn ihr sie esst. Und ja, das war's schon. Ich hoffe, das kleine Samengewinnungsvideo hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch mehr hier mache. Ich glaube, ich werde es langsam packen und nach Hause gehen. Und ja, ich freue mich schon so auf nächstes Jahr, die ganzen Sachen wieder zu sehen. Und ihr werdet natürlich auch wieder dabei sein. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Ich muss gegen ein Flugzeug anschreien und wir sehen uns bald wieder.